afternoon. Afternoon? Ich dachte, wir wären beim Morgen. Tiffany war doch die erste, oder? Nein, Q war die erste, genau, und das war's. So war das. Q war die erste. Wenn ich jetzt den mache, dann fallen. Ja, das bringt mir aber nicht so sonderlich viel. Zumal ich. Nö, maxed bin ich noch nicht. So, dann kann ich den da mal sagen. Ja, wunderbar. So, dann mache ich doch hier mal Romance, einfach weil ich es kann. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass es das gewesen wäre, aber ich denke, dann war es das jetzt. Ja, wunderbar. Oh, you're the best. Thanks for taking me out. Ja, so bin ich. Einfach der Beste. Gut, in diesem Sinne, denke ich, machen wir jetzt auf jeden Fall mal eine kleine Aufnahmepause. Ich quatsche noch kurz sie leer und dann denke ich, ach, warte mal, ich muss dann ja wieder wechseln, ne? Weil sonst wird ja nicht gespeichert. Stimmt, das ist ja jedes Mal so dämlich. Obwohl, ich glaube, nach dem Date wird gespeichert. Ey, egal, wir quatschen kurz mit ihr. Favorite Color. Und, Cup Size weiß ich C. Wie alt du bist, weiß ich auch. Season weiß ich auch. Was denn das für eine Scheiße? Meine Fresse. Ja, das ist doch echt dämlich, ganz ehrlich. You jerk! I already told you, you don't remember? Ja, das ist doch echt dämlich, ganz ehrlich. Ah. Also wenn ich dann wenigstens überhaupt keine... Also komm, das ist doch echt bescheuert. Na gut, also, was sagt uns das? Wir lernen gar nicht alles auswendig. Ich wechsle jetzt das Mädel. Wir sind am Evening. Dann... So. Lola ist immer noch nicht zurück. Q habe ich ja wie gesagt schon gedatet. Wobei ich natürlich zu Q gehen kann, um einfach nochmal eine Runde mit ihr zu quatschen. Q. Zumal die ja eh noch ein bisschen was hat. Kriege ich da eigentlich auch eine Info drüber, dass ich heute mit ihr... Nö, kriege ich nicht. Also, wir können jetzt zu Q gehen, dann sind wir im Evening, dann machen wir groß nichts, was aber eigentlich total Verschwendung ist. Lieber gehe ich zu Aiko. Genau, ich denke, ich gehe zu Aiko. Und dann weiß ich, im nächsten Zug kann ich Kiana oder Jessie machen. Wobei ich ja immer noch schwer für Kiana bin. Und dann schauen wir mal. Genau, du mich auch. Horrido. So. I don't know what I'm doing here. I need a nap. Ja, ist ja alles gut. Ich bedanke mich jedenfalls für die Aufmerksamkeit. Werde an dieser Stelle jetzt endlich mal eine kleine Aufnahmepause machen. Wie gesagt, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch eine tolle Zeit und auf Wiedersehen. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Honey Pop. Wir sind ja gerade hier bei Aiko, soweit ich das weiß. Und wir hatten offenbar noch kein Date mit ihr. Und wir wollen offenbar nach dem Date mit Aiko Kiana aufsuchen in Lusty's Nightclub.
Bevor wir das allerdings machen, werden wir natürlich versuchen, uns hier noch ein bisschen aufzupäppeln. Ich muss mal kurz auf meine Super-Duper-Liste schielen. Fällt mir da gerade auf. Eiko. Eiko will zum Essen Fruit and Veggies. Oh, Fruit and Veggies. Da habe ich dann noch was im Inventar. Fruit. Bam. Das muss nämlich endlich auch mal weg. Das ist ein Puzzle Cube, der für sie ist. Sie mag Toys, ne? Eiko mag Toys, genau. Und Sudoku Books mag sie auch. Wunderbar. Und dann, denke ich, werden wir noch eine Runde mit ihr quatschen. Wir können natürlich auch noch schauen, ob wir Geld ausgeben wollen für sie. Quasi für Shopping Uniques. Das da, genau. Einfach damit wir mehr Zeug von ihr bekommen. So, das ist ausverkauft, das ist ausverkauft. Luchador. Luchador. Eigentlich. Genau. So. Festive Nature Gaming. Gaming ist jene eine. So. Kiana steht auf Fitness. Gift Type Fitness. Mexico, Narcotics, Travel, Nature, Fitness gibt's heute gar nicht. Okay. Happy Pills. Okay, egal. Gut, wie gesagt, wir versuchen hier eigentlich bloß ein bisschen Honey-Ass abzuzocken. How did you get your hands on this? Oh shit. Now I have to get you something. Ja, ja, passt schon. You stupid jerk. I love it. Natürlich tust du das. So, wir gehen in unser Inventar. Inventar. 1, 2, 3. Consume a select column of tokens. Broken heart tokens excluded. Okay. Increase the amount of talent tokens. Und das hier ist. Consume all joy tokens on the grid, earning plus one move for every token consumed after the first two. Wunderbar. So, sie steht auf Talent, soweit ich das weiß. Ja, genau. Das heißt, das sollte ich vielleicht noch runter tun. Hier Sentiment. Den sollte ich wieder da reinpacken. Der ist gar nicht so schlecht. All Romance. Ja, sie steht auf Talent, deswegen machen wir das mal so. Einfach nur, weil wir jetzt gleich wieder ein Date mit Eiko haben, aber vorher quatschen wir natürlich noch eine Runde mit ihr. Damit wir sie noch ein bisschen begeistern können. Also wie gesagt, es geht hier jetzt alles um die Honeys. Damit wir natürlich für unser Profil, also für unsere Trades, ja auch ein bisschen aufpäppeln können. Wir können eigentlich den schon gleich kaufen. Das machen wir auch gleich. Dann sind wir schon mal auf dem Niveau. Wir versuchen quasi möglichst unisono, uniform auf eine Ebene zu kommen. So, jetzt knall ich ihr das vielleicht auch noch an den Kopf. I love it when you bite in and the juice just drips down your chin. Ja, ich weiß, dass du das weißt. Das hast du schon 17 Mal erzählt. So, wir quatschen mit ihr. Let me ask you something. What kind of porn are you into? What? I want to know. Okay. Oh my god, now I'm curious. It can't be worse than mine, though. Ja, darum geht's. Wunderbar, also wir sind Quatsch mit ihr. Find out if you've actually been listening to me. What did I say when you asked my favorite color? Favorite color, Eiko, is mint green.
I guess I underestimated you. Natürlich hast du das getan. So, wir quatschen mal. Do you remember how old I said I was? Age 28. Alright, alright. You got lucky this time. Nö, ich schau auf meinem Zettel nach. So, wir quatschen nochmal. Something I can help you with? How old weiß ich schon. Lame question, favorite color weiß ich auch schon. Weight weiß ich noch nicht. Of course, every woman's favorite question. Natürlich. I'm 109, you dick. 109, okay. Ja, aber kann ich ja nichts für, dass die Frage gerade aufkam. So, wir gehen auf ein Date. Yeah, alright. Why not? Was soll denn die Kacke jetzt bedeuten? Wir sind doch total best friends forever and buddies all the way. Now this is a night out. Stand back and watch the master. Gut, dann bin ich ja mal gespannt, was der Master mir hier so sagt. Sie steht auf Talent. Und überhaupt nicht auf... Ach nein, sie steht auf Sex. Mann, ich verwechsel die Dinger immer. Ist egal. Not bad. Natürlich nicht. Ich gebe mir ja Mühe. Stets bemüht und so. Klassisch natürlich, wie immer, versuche ich erstmal... Zeug zusammen zu würfeln. Das war toll. Das war auch nicht so schlecht, wobei ich da nicht unbedingt viel Einfluss drauf hatte. So. Wir laufen mit dem Herzen darüber. Dann mache ich doch den nochmal. Ich weiß, ich sollte auf Sex gehen, nicht so sehr auf Talent. Flirt. Aber es ist halt da. So. Sie mag Sex. Wenig Talent. Wir gehen hier auf Sentiment. Da muss ich ein bisschen aufpassen. So, dann machen wir hier doch noch auch nochmal Sentiment. Und dann mache ich hier nochmal Passion. So, dann können wir hier... Könnt auch so sagen. Ne, komm, machen wir das so. Mir sind die Glocken gerade wichtiger. Ich schiel mal gemütlich darunter. Zeittechnisch ist es gerade eh noch nicht ganz so prall, wie ich mir das gerne wünschen würde. Mein Passionenlevel ist einfach noch zu niedrig. Auch fehlen mir irgendwie die Kombinationen, die ich ganz gerne machen würde. Ich soll definitiv mehr Sex spielen, glaube ich. Wobei, wie gesagt, bei ihr, das ist ja jetzt eigentlich egal. Es geht bloß darum, Money abzuzocken und Honeys abzuzocken, damit ich für die nächste vorbereitet bin, ein bisschen. Talent mag's überhaupt nicht, aber das ist eine gute Kombo. Genau. So. Finde ich irgendwelche Herzen? Hier hätte ich ein Herz. Dann machen wir doch mal... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind bloß 3. Das heißt, das ist Blödsinn, diesen Zug zu machen. Das heißt, wir machen den ab. Beautiful. Ja. So, dann ziehe ich den da mal rüber. Das ist schön, dann kann ich nämlich hier 6 sagen. So. Dann sage ich hier, bam. Und da, bam. Und kann hier schon mal Glocken ziehen. Not bad. Und hier sehe ich auch nochmal Sex, den ich mitnehmen kann. So, hier gibt's dann... Ich will endlich mal eine 6-Kombo haben. Kann ich
da hier irgendwas bewegen.